So, liebe Leute, ich habe die Zusammenfassung von One Piece Kapitel 991 am Start. Es passiert wieder so viel in dem Kapitel. Es sieht optisch einfach genial aus. Und man muss sagen, dass man es fast schon spürt, dass jetzt bald ein Schlüsselmoment kommt. Das ist so das Haki, was man so als Manga-Leser im Laufe der Jahre als One Piece-Fan entwickelt. Es baut sich gerade alles so auf. Und sollte jetzt ein oder zwei oder mehrere Charaktere sterben, könnte das natürlich zum Auslöser sein für eine neue Transformation. Weil wir wissen, Ruffy ist oft einfach dann von seiner Wut getrieben, wie das alles zu verstehen ist und was alles in dem Kapitel passiert, Leute. Heute nach dem Intro, ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Los geht's! One Piece Theoretiker, One Piece Theorien und mehr. Also, liebe Leute, lasst uns loslegen. Es ist so ein gigantisches Chapter. Ich finde es so gut. Wie gehabt, ich bin immer noch im Urlaub bis Montag. Deswegen, falls die Quali hier oder da mal ein bisschen scheiße sein sollte, verzeiht es mir. So, fangen wir erstmal an mit der Coverpage. Auf der Coverpage sehen wir jetzt immer noch Pound, Lola und Chiffon. Die beiden haben jetzt das allererste Mal ihren Vater in den Armen. Sie umarmen sich nach 26 Jahren das allererste Mal. Okay, cool. Ich hoffe, damit ist die Coverstory jetzt irgendwie mal abgearbeitet. Und man kann vielleicht zu interessanteren Sachen gehen, was irgendwie gerade in der Welt passiert mit den Samurais oder mit der neuen Erfindung von Vegapunk. Oder andere spannende Sachen, irgendwas wenigstens, was irgendwie Hand und Fuß hat und interessant ist. Wie dem auch sei, es geht weiter. Da, wo es aufgehört hat, X-Drake erinnert sich direkt an die Unterhaltung mit Corby und jetzt sehen wir es auch nochmal detaillierter. Im letzten Chapter haben wir ein ganz kleines Panel nur von Corby gesehen, jetzt sehen wir ein richtiges Gespräch. Letztes Mal haben wir nur erfahren, dass Corby ihm gesagt hat, dass Ruffy einfach großartig ist. Diesmal erfahren wir, dass er X-Drake gesagt hat, dass Ruffys größte Gabe ist es, Leute auf seine Seite zu ziehen. Daran erinnert er sich und deswegen hat er halt Ruffy gefragt, als seine letzte Chance. Und man muss hier erwähnen, dass die beiden hier sich unterhalten, wahrscheinlich in dem Hauptquartier von der Sword-Einheit oder so. Oder vielleicht ist es irgendeine Einrichtung von der Marine, wo die sich heimlich immer treffen, weil es ja innerhalb der Marine auch nicht bekannt ist für jeden sozusagen, dass es diese Geheimorganisation innerhalb der Marine noch gibt oder überhaupt gibt. Man sieht jetzt auch mal nochmal das Schlachtfeld vor der Bühne, dort vor dem Kreuz, wo Momo noch vor einigen Kapiteln hing. Und es ist wirklich ein großer Krieg. Man sieht es unten kämpfen alle, die Samurais kämpfen gegen irgendwelche Gifter, die kämpfen gegen Kaidos Leute. Wir sehen den einen Number, der da gefallen ist, auf dem X-Drake jetzt steht und Ruffy sitzt auf dem anderen. Und man muss dazu sagen, Ruffy hat sich jetzt aus Gear 4 wieder zurückverwandelt. Also es bleibt jetzt nicht in Gear 4, obwohl er ja letztes Kapitel sich erst verwandelt hat. Was aber eigentlich klug ist, dass er sich direkt zurückverwandelt, weil er muss wirklich seine Ressourcen sparen. Und wir wissen, Haki ist ja wirklich so eine Batterie, kann man fast schon sagen, die entleert, die sich dann wieder aufladen muss. Das war ja auch gegen Katakuri diese große kritische Situation für Ruffy, dass er mehr oder weniger sich nicht mehr verwandeln konnte und sein Haki, weil er musste abhauen. Und deswegen klug, dass er sich zurückverwandelt und sich dann einfach schnell wieder verwandelt, wenn denn wieder ein Feind kommt. Und natürlich, letztes Chapter wurde es schon angesprochen von X-Drake, die große Frage, ob er sich Ruffy anschließen darf. Und da sagt Ruffy natürlich jetzt erstmal, ja klar, komm, lass uns zusammen kämpfen. Wo ihn natürlich Zorro und Jinbei letztendlich einen Strich durch die Rechnung machen. Gerade Zorro greift direkt X-Drake an. Direkt Schlagaustausch. Da macht er keine Gefangenen, weil das Misstrauen einfach zu groß ist bei so jemandem. Das kann man auch verstehen. Natürlich kann man so einen nicht direkt in die Crew lassen, beziehungsweise in die Allianz jetzt. Und man muss sagen, der Schlagaustausch zwischen Zorro und X-Drake, der ist jetzt nicht krass. Also das ist jetzt nicht übertrieben ernst gemeint. Das ist eher so dieses Zähnefletschen, kurz aneinander ein bisschen hier zeigen, was Sache ist. Das ist jetzt nicht wirklich mit einem Tötungswillen oder so angegriffen. Das sieht man hier auch. Und Franky steht natürlich auch da und hat was dagegen. Also eigentlich gefühlt haben alle was dagegen, außer Ruffy. Der ist natürlich immer so leichtgläubig, naiv und nimmt jeden gleich auf. Und eigentlich ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis da so ein Squado-Moment kommt, bis Ruffy jemanden irgendwie in die Allianz lässt, der ihn dann in den Rücken sticht oder so. Das kommt noch, Leute, hundertprozentig. Aber bis sowas passiert, haben wir halt die Crew, die auf Ruffy aufpasst. So, und dann geht's auch los. Ulti und Page One sind beide am Dampfen, mehr oder weniger. Die sind voll sauer und aggressiv und greifen dort einfach alle an. Die ganzen Samurais aus Ruffys Allianz werden dort weggeprügelt von den beiden und die wollen sich halt zu Ruffy und Sanji hier vordringen, werden dann aber gestoppt von einer Riesenexplosion, wo man erstmal sich fragt, was kann das sein, weil das sieht echt krass aus, weil die Wolke auch in einem toten Kopf aufgeht und da ist selbst Ulti völlig entsetzt, weil Page One kriegt volles Pfund ein ab und es war letztendlich der Angriff von Lysop, sein legendäres Midoriboshi und da gibt es halt wirklich ein lustiges Comedy-Element, wo ich echt lachen musste, denn Ulti guckt natürlich, wo kam dieser Schuss her, diese Explosion, wo kam dieser Angriff her und guckt halt in Namis Richtung und man denkt halt erst, Nami ruft auch und macht so ein bisschen Stress mehr oder weniger, denn Lysop stand hinter Nami und ängstlich, wie er immer noch ist leider, muss man wirklich sagen, leider, ist er hinter Nami und verstellt seine Stimme und ruft sozusagen in Namis Stimme, dass sie es war. Was für ein Weichei. Immer noch leider. Ich habe mir gewünscht eigentlich, dass er vielleicht hier so eine Charakterwendung macht, so ein bisschen, dass man vielleicht jetzt merkt mal, okay, Lysop wachsen langsam Eier. Wisst ihr, was ich meine? Aber vielleicht passiert das in dem Arc selbst noch oder vielleicht muss er wieder zu einer Person werden. Ihr wisst, was ich meine. Sogeking, Gott Usopp oder halt irgendjemand Neues, dass er endlich wieder sich in eine Rolle steckt sozusagen, wo er dann mehr Eier hat. Und natürlich gibt es jetzt eine Verfolgungsjagd. Page One, Ulti gegen Lysop
und Nami. Die hauen jetzt ab vor den beiden und ich bin mir fast schon sicher, dass das vielleicht auch zwischen denen zu einem Kampf kommt. Dass die die jetzt rauslocken und dass wir jetzt das Match-Up haben sozusagen. Page One, Ulti, die beiden sowieso zusammen, habe ich mir schon irgendwie gedacht, dass die beiden im Tag-Team kämpfen. Gegen Nami und Lysop, die zwei größten Schisser aus der Crew. Gegen die zwei von den Flying Six, die am jüngsten sind sozusagen. Also es wäre eigentlich ein cooles Match-Up. Eigentlich muss man sagen, Page One, Ulti, viel stärker als die beiden, Nami und Lysop. Aber ich glaube, taktisch könnte man das vielleicht so gut hinkriegen, dass Nami und Lysop die irgendwie übers Ohr hauen und die dann am Ende vielleicht sogar besiegen. Da bin ich echt gespannt, wie Oda das schreiben will, den Kampf zwischen denen. Also ich glaube wirklich, das ist jetzt das Matchup. Langsam muss es auch zu den Kämpfen kommen. Es kann jetzt nicht noch länger, noch 10 Chapter hin und her gehen. Und deswegen glaube ich, dass die jetzt Ulti und Page One zu einem Schauplatz locken, wo es dann zum Kampf kommt. So, und dann geht's Schlag auf Schlag. Dann sehen wir sofort Scratchman Apu auf einmal. Ruffy hat es noch kurz vorher gemerkt mit seinem Haki. Man sieht richtig diesen Vorahnungs-Haki-Blitz mehr oder weniger, der durch sein Gedächtnis schießt im Hintergrund. Es ist ziemlich cool visuell dargestellt, so dass er sich noch kurz die Ohren zuhalten kann mit Sanji. Denn ihr kennt ja Apu, der macht ja seine komischen Schallwellen sozusagen und man kann es ja einfach auskonnen, indem man sich die Ohren zuhält. Das ist auch irgendwie ein bisschen low. Und dann erfahren wir auch wirklich was Krasses, muss ich sagen. Er versucht nämlich der Nummer 8, die ja das erste Geschöpf war von den Numbers, was wir ja letztendlich gesehen haben, versucht er mehr oder weniger wieder ein bisschen nüchtern zu kriegen, denn die Numbers sind alle besoffen. Und das erfahren wir hier, dass Apu sagt, dass sie einfach alle so leicht besiegt werden können, weil die halt alle Todeshacke sind. Die sind alle einfach besoffen. Und deswegen, die Nummer 8 ist jetzt mehr oder weniger nüchtern und dann ist es auch wirklich eine Gefahr. Und ich bin mal gespannt, ob wir vielleicht mal ein oder zwei Numbers sehen, die dann komplett nüchtern sind und dann wirklich, ob die mal ernst kämpfen, wie krass das ist. Denn Apu kann die auch kontrollieren. Und das ist auch das Krasse. Ganz am Anfang, wo wir die Numbers in den Silhouetten noch gesehen haben, da haben wir nämlich auch Apu gesehen, einfach weil er die Numbers anführt. Und das finde ich schon ziemlich krass. Die Nummer 8 dann, mehr oder weniger, ist jetzt mit nüchtern kein eiskalter Killer, ist immer noch ein Trottel. Denn er denkt, dass Franky ein Spielzeug ist und läuft letztendlich hinter Franky her. Und ich glaube fast schon, dass Franky dann gegen die Numbers kämpft, beziehungsweise wenigstens gegen einen. Das würde auch passen zu Franky in seiner großen Form. Das wäre echt das Beste eigentlich, wenn er die Numbers kriegt oder beziehungsweise einen. Auch wenn das ein bisschen ernüchternd ist eigentlich, wenn man sieht, dass Ruffy, X-Drake, die prügeln da mit einem Schlag ein Number weg und Frankys Highlight-Kampf ist dann ein Number sozusagen. Aber vielleicht ist es ja der eine Number, der nüchtern ist sozusagen und der ist dann gefährlich. Der Kampf zwischen Zoro und X-Drake geht immer noch weiter. Wir sehen auch wirklich, X-Drake ist ziemlich angeditscht, also der hat wirklich die Fresse blutig. Zoro ist auch dreckig, blutet aber nicht mehr irgendwie, der hat sich ein bisschen regeneriert. Ich weiß nicht, was da passiert ist, aber die greifen auf jeden Fall zusammen im Einverständnis mehr oder weniger Apu an, weil die beide den einfach nicht abkönnen. Und dann geht's auch schon wieder Schlag auf Schlag und das finde ich so krass, dass nachdem sie direkt beide Apu angreifen, auf einmal Schüsse von oben kommen und wir sehen Queen mit einer Machine Gun, Leute, mit einer Gatling Gun in der Hand und er schießt nicht irgendwas, er schießt ganz bestimmte Kugeln, wo jetzt hier in der Übersetzung noch nicht steht, was für welche das sind. Ich kann mir vorstellen, entweder Seestein oder vergiftet. Bin ich mir fast schon sicher, eins von den beiden muss es sein. Wir wissen, in Wano Kuni, Seesteinverarbeitung und so ist dort ziemlich krass. Es gibt dort Leute, die können das Seestein ganz klein verarbeiten, dann natürlich auch in Kugeln und so, aber wir wissen ja auch, dass zum Beispiel Queen, die Seuche genannt wird und auch viel mit Gift arbeitet. Deswegen, vergiftete Kugeln, ein Schuss und du bist down, sozusagen. Was schon ziemlich krass ist. X-Drake ist zumindest schockiert darüber. Und dann geht's endlich los. Darauf freue ich mich die ganze Zeit schon. Und zwar sehen wir dann oben, was auf Onigashima abgeht, auf dem großen Totenkopf. Wir sehen Kaido, seine Leute. Wir sehen noch einen Number, der auch besiegt ist. Also alle sind besiegt. Jack sogar hat einen Mammut-Hauer, ist ihn abgebrochen sogar. Also der ist richtig vernichtet. Also Jack ist wirklich besiegt, Leute. Also es ist wirklich jetzt kein Spaß. Er kann sich zwar noch ein bisschen aufrappeln, vielleicht, aber er ist jetzt erstmal zu Boden gegangen und es sieht so aus, dass er jetzt erstmal kampfunfähig ist. Er hat aber die meisten Zulong Minks besiegt. Also wie ich es mir schon gedacht habe, wie ich es auch immer erwähnt habe und wie wir es alle gedacht haben, die Minks sind dann mehr oder weniger jetzt für Jack zuständig gewesen. Und da frage ich mich, was ist denn mit Jinbei und Jack? Sollte das Match nicht irgendwann stattfinden? Ist es denn vielleicht, also dann traue ich vielleicht Jinbei auch Jack zu, wenn er ein bisschen angeschlagen ist, Jack, dann kann ich es mir gut vorstellen, dass Jinbei den auf jeden Fall noch platt macht. Weil wir wissen, so ein Nutzer, er ist ein Fischmensch auch noch, also er hat übertrieben regenerative Kräfte, also der wird wahrscheinlich nochmal wieder aufstehen. Aber jetzt ist es erstmal kampfunfähig und er entschuldigt sich bei Kaido. Das fand ich ziemlich krass, dass man sieht, okay, da gibt es auch irgendwie eine Art von Empathie auch so auf Kaidos Seite, weil Kaido sagt dann auch, Jack, mach dir keine Sorgen, du bist nicht schwach. Die waren einfach nur viel zu krass. Das sagt selbst Kaido zu Jack, was ich eigentlich 0% von Kaido gedacht hätte, dass der so mal redet. Und dann sehen wir es. Inuara, Shineko, Mushi in ihrer Sulong-Form. Die sehen so krass aus auf einer Doppelseite. Die sehen so heftig aus. Also ich finde wirklich, das sind richtige Monster. Also wenn ich die so sehe, da muss ich wirklich sagen, ich habe irgendwie genauso viel Respekt vor denen wie vor Kaido irgendwie. Ich weiß nicht, die sind so krass. Und ich glaube auch, die sind übermächtig. Und jetzt bin ich wirklich gespannt. Kinemon ist da oben ja auch noch. Denn er kann jetzt dank den Minks mehr oder weniger einen Pfad längs laufen, der zu Kaido offen ist.
den die Minks ihnen ermöglicht haben sozusagen, weil die ja alles weggeprügelt haben da. Und dann kommt nämlich auch der Satz, dass Kaido sagt, dass er sich regenerieren soll. Also Kaido sagt zu Jack, regenerier dich und so, und das ist für mich schon so ein bisschen, okay, der kommt nochmal. Und dann sehen wir vielleicht auch noch die Hybridform. Der ist noch nicht komplett jetzt von der Bühne. Nachdem er das gesagt hat, lacht Kaido und er lädt sein Boro-Breath auf. Der Laserstrahl, der auch den Berg pulverisiert hat. Und wie auch schon in den Spoilern bekannt war, Kinemon schneidet es einfach durch. Natürlich, es ist Feuer, es macht Sinn. Es ist ja Kinemons Fähigkeit, sozusagen Feuer zu schneiden. Und deswegen macht es Sinn, dass er das auch kann. Aber nicht nur das, sondern er verletzt Kaido sogar noch ein weiteres Mal. Kaidos Mund sozusagen wird getroffen und blutet sogar. Also er hat ihn vielleicht sogar einen Zahn rausgeschnitten. Es sieht wirklich krass aus. Er hat ihn wirklich verletzt, nur indem er das Feuer durchgeschnitten hat. Und das Krasse kam eigentlich davor, dass er auflädt den Boro-Breath und Kaido sagt dann noch, wie viele Male willst du denn noch vor diesem Angriff abhauen? Und Kinemon sagt, niemals haben wir darüber nachgedacht, abzuhauen. Und da ist halt die Frage, wann hat Kinemon sich denn diese Fähigkeit beigebracht, Feuer zu schneiden? Hat er die Fähigkeit extra irgendwo gesucht oder wollte er es extra lernen, um mehr oder weniger diesem Angriff von Kaido zu entkommen, um diesen Angriff von Kaido zu spalten sozusagen? Hat er sich extra deswegen diese Fähigkeit beigebracht? Und wie und wo ist die Frage? Und kann Zorro das auch lernen in Zukunft? Das frage ich mich. Die neun roten Schwertscheiden sagen dann mehr oder weniger am Ende, wir sind fertig mit Abhauen und Verstecken. Lass uns jetzt hier sterben als die Samurais von Lord Oden und wir nehmen dich mit uns. Und das ist das Ende. Und das ist einfach nur so geil, Leute. Ich finde, das ist so ein gutes Chapter und so ein episches Ende vor allen Dingen. Und das ist für mich sozusagen schon wirklich ein kleiner Hinweis, dass da jetzt was passiert. Weil, Leute, seien wir mal ehrlich, es wird ja jetzt nicht so laufen, dass Kaido die ganze Zeit versucht anzugreifen. Kinemon spaltet das durch und die anderen kriegen es irgendwie hin, ihn auch noch zu verletzen. Und am Ende ist Kaido dann tot da oben. So wird es natürlich nicht laufen. Wir werden jetzt wahrscheinlich nochmal sehen, dass Kaido jetzt nochmal gut kassiert. Da bin ich mir fast schon sicher. Kaido wird noch ein paar Wunden kriegen. Erstmal natürlich von den Zulong-Formen von Inuarashi und Nekomamushi und natürlich den neuen roten Schwertscheiden. Kinemon, der wird den Boro-Breath immer wieder schneiden. Aber dann gibt es irgendwann den Punkt, wo Kaido, glaube ich, die Hutschnur platzt und er sich verwandelt in seine Hybridform oder halt in seine normale Form und mit der Keule die einfach wegprügelt. Oder was er halt vielleicht in der Drachenform noch für Fähigkeiten aus dem Ärmel schütteln kann, wissen wir auch nicht. Und dann ist Ende im Gelände und dann kann es sogar sein, dass jemand von denen oder vielleicht alle oder vielleicht auch nur einer von denen stirbt. Und wenn jemand stirbt, dann ist es für mich meiner Meinung nach irgendwie Kinemon gerade so. Wie es wirkt, inszenatorisch. Er ist der, der vorne an ist und so. Das macht für mich Sinn. Was natürlich dann hochkochen würde in Ruffy, wenn er sieht, dass Kinemon dort gestorben ist. Auch wenn es eigentlich der Wille ist von Kinemon, jetzt dort zu sterben, in Ehren sozusagen, in Odens Namen, als Samurai in einem Kampf sozusagen zu sterben, ist die größte Ehre eigentlich. Und es ist dann ja kein trauriger Tod eigentlich für einen Samurai. Aber trotzdem, sollte da jetzt jemand sterben und es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dann wird das natürlich die Wut hochkochen und es wird zu einer Transformation kommen, glaube ich, wirklich, Leute. Es ist zwar so 0815 abgedroschen, Manga, Anime, Shonen-Logik, aber Leute, sind wir mal ehrlich, was soll denn sonst noch alles passieren? Also es ist absolut geil, der Arc. Ich bin gespannt. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Ich habe mir jetzt hier einen Mund fusselig geredet im Hotelzimmer. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Leute. Haut rein. Ciao und tschüss, euer Theo.